Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. Ja, liebe Community, jetzt habt ihr die Aufgabe, die schwere Aufgabe, Nico mit übermäßigen Klickzahlen, Kommentaren und Likes dazu zu bewegen, über dieses Finale hinaus zu machen, das nur ein Semifinale sein zu lassen. Genau, dieses Finale, was es nicht gibt, das sozusagen auch sein zu lassen. Nicht sein zu lassen, aber dann nicht als, also, jedenfalls seid nett zu ihm. Überzeugt ihn. Jedenfalls seid nett zu ihm. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück zu The Crew. Wir haben uns hier gerade, wie ihr seht, seht ihr nämlich gar nichts. Wir haben uns versteckt, wir haben uns getarnt. Hier mitten in der Wüste, wir sind auf Safari. Wir wollen, was wollen wir denn jagen, Nico? Was wollen wir jagen? Was jagen wir? Elefanten oder Zebras oder was? Sind wir Großwildjäger oder ich weiß es nicht. Ich dachte, wir jagen jetzt Tiger oder so. Ach, Tiger. Ja gut, ja. Dann jagen wir jetzt einen Tiger. Nichtsdestotrotz, wir zeigen euch jetzt mal, wo wir uns versteckt haben. Ihr habt uns einfach jetzt auch noch nicht gesehen, deswegen kommen wir jetzt hier rausgefahren. Hier. Hui, Überraschung. Ja, in Las Vegas. Perfekt getarnt, nicht wahr? Wir haben uns coole neue Geländegewänder sozusagen besorgt. Gewänder in Form von Autos. Nico, du bist weg. Nee, da bist du wieder. Nico hat den coolen Colt-Sivas-Wagen, auf den ich ein bisschen neidisch bin, muss ich sagen. Und auch aus Trotz habe ich dann darum hier mir dieses Tiger-Fahrzeug besorgt. Ich weiß auch nicht genau, aus Trotz. So, genau, was machen wir jetzt? Fahren wir mal ein bisschen hier einfach durch die Walachei oder was steht an? Was steht an? Hier steht ein Ausrufezeichen an. Was, wo denn? Hast du eins? Dann fahren wir da hin, hier, mach doch mal einen Wegpunkt. Ja, dafür müsste ich dann hier Dingens sein, ne? Der Crewführer. Achso, ja, da muss ich dann mal, Hilfe, Maus. Aber das Ausrufezeichen ist in New York, wenn ich es gerade richtig sehe, bei mir jedenfalls. Ich muss kurz gucken, ich glaube... Da haben wir einen etwas längeren Trip vor uns, fürchte ich, wenn wir jetzt hier von hier aus losfahren jedenfalls. Ja, doch, das ist er. Ja, dann wollen wir das machen, wollen wir die nächste Mission angehen oder wollen wir noch kurz hier ein bisschen durch die Wüste? Ich meine, gut, wir können auch noch mal so kleine Testfahrt machen, oder haben wir die schon gemacht? Weiß ich nicht. Ja, Mittel. Also ich bin immer warm. Also ich bin gut, immer okay, also fit, was auch hier so die Zwischenaufgaben angeht, so Präzision und so weiter, ist ja noch für uns alles rot markiert. Deswegen ja, würde ich vorschlagen, dass wir zumindest mal so wieder irgendwo hinporten, was möglichst auch noch dicht dran ist. Dann lass uns doch einfach, komm, dann hüpfen wir einfach zur nächsten Mission, was soll das, oder? Also ich finde jetzt hier, was soll der Geiz? Ist das eine Geländemission, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere, oder? War das nicht so? Ich gucke. Müssen wir mal gerade mal gucken. Nee, Straßen. Wir sind Straßenschlacht, alles klar, wir machen eine Straßenschlacht. So, warte mal. Nein, hier. Also die Aufgabe heißt Kaninchenbau. Nee, klar, Straßenschlacht meine ich nur wegen Straßenfahrzeug und so weiter. Entschuldigung. Ja, es ist mein Gehirn ist nicht immer gut. So, Blitzreise. Hui. Habt ihr das mitgekriegt? Schreibt ihr das in den Was Löffel? Denn? Mr. Welche Löffel? Gehirn ist nicht immer gut. Also das kann man so natürlich jetzt nicht sagen. Das war natürlich auch ein bisschen pokettierend gemeint. Das waren seine Worte. So, ich fahre mal in die Mission, ne, bevor wir uns hier noch in dem Thema zu sehr vertiefen. Ja, mach das. Aber du hast das auch, oder? Dass man so hin und wieder diese kompletten Gehirnaussetzer, ich hab das. Also, ja, ich auch. So, also, pff, ja. Standard. So, warte mal. So, jetzt nee. hier beitreten mal hier, ne, auch. So, irgendwann mal Info, kann ich denn nicht irgendwie... Herr One-Hand-Gamer. Ja, warte mal. Ja, guck, jetzt ist schon wieder vorbei. Warte, ich muss das Auto wechseln. Was heißt denn, weil sonst steig ich nochmal, das macht er doch automatisch, oder nicht? Ja, aber ich steig hier dann irgendwie ins falsche Auto. Das will ich nämlich gar nicht haben, das Auto, was so. Der hier raussucht. So. Aber du musst Straßen nennen, du kannst nicht hier... Jetzt, mach nochmal. Ja, ich mach nochmal. So. Wahrscheinlich gibt es jetzt so eine heiße Jagd hier durch die Straßen von New York, nehme ich mal an, ne? In dem guten alten Mr. Mist-Auto in meinem Fall. Benutzter Wagen? Nee, schon wieder nicht. Warte, nochmal. Gleich, wir haben's gleich. Ja. Unsere Zuschauer langweilen sich auch gar nicht, ne? Nö, alles gut. So, jetzt. Ich langweile mich auch. Jetzt. Pöbel. Oh Mann, ich schwitze schon wieder. Ja, zu Recht. Du wirst auch jetzt gleich sehr schwitzen müssen, wenn du siehst, wie ich dich abziehe in dem nächsten Rennen mal wieder. Achso, du hast heimlich geübt. Was? Jetzt habe ich doch. Nee, jetzt habe ich doch. Genau, jetzt habe ich doch hier Straßenfahrzeug. Genau, gut. So, worum geht's denn? Fahre zu Harrys irgendwas. Es geht los. Ich habe gerade geschätzt. Ich habe nicht gelesen. Oh, okay. Ja, wir fahren dahin. Ich
Ja, los! Ja, 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 hier, komm. Und los! Oh, man ist ja schnell. Ah, schon wieder hier Rasen und okay, alles klar. So, also, Freiheitsstatue. Wir müssen schnell sein, oder? Wir müssen einfach schnell dahin. Richtig, einfach nur schnell dahin. Ja, alles klar. Sollten wir doch hinkriegen. Oh, yeah. Baum. Oh, yeah. Boing. Schon geht's los hier. Ui. Ja, es ist aber auch immer, es ist auch irgendwie da, ich habe das gerade schon zu Nico gesagt, irgendwie hakt schon wieder die Framerate so ein bisschen, was jetzt die wenigsten Leute betreffen sollte, weil ihr ja bei Nico einen gemütlichen 300.000 Millionen Frames pro Sekunde gucken könnt, aber nichtsdestotrotz, warum bist du denn so schnell, sag mal, ich verstehe das nicht. Eigentlich fahre ich gerade ganz okay, finde ich. Aber das finde ich immer. Was? Falsche Richtung? Stimmt überhaupt nicht. Hup, hup. Jetzt! Oh, 20 Sekunden für 3 Kilometer, sauber, willst du mich verarschen? Ah, fuck! Ja, nee, gut, das musst du mir jetzt schon irgendwie, weil ich fürchte, ich kann da nicht. Hä, warum ist jetzt. Jetzt muss ich in die andere Richtung? Sag mal, hä? Verarscht ihr mich jetzt gerade hier oder was? Wahrscheinlich, weil du den Checkpoint weggemacht hast, muss ich jetzt umdrehen. Nein, Scheiße! Taxi! Ja, hier ist klar, sag mal, was? 3, 2, jetzt schnell, Nico, schnell! Ich hab noch 2 Kilometer vor mir, wie soll ich das machen? 2 Kilometer, das kann nicht sein. Krass, was war das denn? Das ist doch unmöglich. Das im Straßendingensmittel kriechen, ich glaub's ja wohl nicht. Hä? Aber sind wir denn von der, ich mach nochmal jetzt gerade, sind wir von der Fahrzeugstufe irgendwie zu schlecht oder sowas? Kann das sein? Nee, sonst könnten wir die Mission ja gar nicht starten. Achso, stimmt. Komisch. So, hier überspringen, komm, mach. So, nochmal. So. Ja, irgendwas ist doch jetzt hier komisch, warte mal. Aber die 2 Kilometer sind einfach die Gesamtentfernung. Nein, du hast aber bis zum nächsten Checkpoint hast du die Zeit. Kann das sein? Nein, die jetzt 4 Kilometer sind die Gesamtentfernung. Die hatte ich vorhin, als das Rennen vorbei war. Achso, okay, aber die hast du gemeint. Okay, ja, ja, das hast du nicht gemeint, meine ich. Ja. Was steht denn hier? Das Taxi so quer, Nico. Sag mal, hast du damit was zu tun? Nein, ich bin unschuldig. Ja, ja, ich kenne das, wenn du das sagst. Du wirst übrigens kaum glauben, weißt du, was ich mittlerweile habe? Eine Ideallinie. Nein! Ja, ich habe jetzt auch eine Ideallinie. Wo hast du die denn her? Warum? Ja, ich weiß nicht, sie war plötzlich da und dann war sie einfach da. Jetzt ist schon wieder falsche Richtung. Das ist doch Blödsinn. Aber das sieht, das ist, wenn du die Checkpoints aktualisierst. Vielleicht kann man in dieser Mission sogar irgendwie abkürzen oder sowas. Möglicherweise. Das wäre abgefahren. Hm. Schon wieder 3 Kilometer für 20 Sekunden? Wie soll ich das machen? Ja, guck jetzt mal. Und ich muss schon wieder umdrehen. Genau die gleiche Scheiße wie gerade. Hä? Gut, dann fährst du gleich mal vor und dann gucken wir mal, ob das wirklich an mir liegt. Nee, ich glaube nicht, dass es an dir liegt, weil du fährst ja schneller als ich. Warum sollte, weißt du? Was soll da an dir liegen? Wow. Ja, hä? Was ist das, ist ja irgendwie ein bisschen eigenartig. Okay. Irgendwie haben wir einen Denkfehler? Kann man einen Denkfehler haben? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch gerade eben bei der Übersicht nicht aufgepasst oder so. Wir versuchen uns jetzt noch einmal und dann gucken wir mal, ob sich da irgendwie was machen lässt. Ich mache mal bei mir die Minimap größer, vielleicht hilft das ja auch irgendwas. Ja. Ja, komm hier. Ich wette, das sagst du allen FBI-Betreuern. So. Also, wir fahren hier an dem Ufer lang. Okay, soweit so gut. So, Check 1, zack. Dann geht's da hinten links rein. Da ist auch ein Checkpoint, das heißt, wir müssen da rumfahren, weil sonst kriegen wir den Checkpoint nicht. So, hier rum. Okay, so. Jetzt bin ich wieder, im kontrollierten Modus. Hörst du das? Mhm. So, hier wieder rum. Ja, nein, nicht ausbrechen soweit. Okay, naja, Mittel. So. Taxis vermeiden. Vermeiden. Ach! Arschgeige. Genau, da rechts ab, richtig. Machst du sehr gut, Nico. Und dann da links, bitte. Ja, 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 genau. So. Immerhin bin ich jetzt hinter dir, aber... Okay, ich habe schon mal nicht mehr das Problem, dass er jetzt die Route irgendwie durcheinander wirft. Und wir müssen... Also wir können auch nicht wirklich abkürzen. Ich gucke das gerade ein bisschen auf der Minimap da an. Da kann man nicht so viel rausholen. Also da gibt es nicht wirklich Abkürzungen von den Checkpoints her. Aha.
Von daher wüsste ich jetzt nicht, was wir falsch machen, außer dass wir zu schlecht sind. Leider. Ah, hier ist viel, warte mal, hier. Geradeaus durch. Hier, was? Also ich fahre jetzt gerade durch den Park durch und dann... hier über die Straße rüber. Hups. Okay, jetzt, alles klar. Hast du irgendwas rausgefunden? Ja, ich glaube schon. Das hätte ich eigentlich schon beim ersten Mal sehen müssen. Bist du auch gerade durch so ein Café durchgefahren, oder was? Oh, ey. Karre, ey. Brich nicht mehr aus. Okay, Nico spricht nicht mehr mit mir, Leute. Das heißt, Nico ist jetzt gerade so konzentriert, um euch hier ein perfektes Gameplay abzuliefern, dass ich das mal schnell übernehme und hier kurz beschildere, dass wir hier gerade durch die Gegend fahren. Ich fahre gerade geradeaus und da hinten sind hohe Häuser und links sind nicht ganz so hohe Häuser, aber schön ist es hier allemal. Und Nico muss jetzt gleich den nächsten Checkpoint erwischen. Ich kürze derweil ab, warum auch immer mir hier diese Abkürzungsroute angeboten wird, weiß ich auch nicht. Hä? Ist ja ganz schräg. Hallo Nico, guck mal, ich bin jetzt wieder hinter dir. Also kurzfristig, weil ich habe direkt einen Stunt gebaut. Tja, ich übernehme mal weiter die Moderation. Jeder konzentriert sich hier auf eins, damit wir hier arbeitsteilungstechnisch gut vorwärts kommen. Gott. Stau! Ach, ey. Nein, jetzt. Das war jetzt gerade eindeutig wieder der Lenkbug, ey. Ich bin echt wieder zurück in alten Zeiten. Es war so schön beim letzten Mal. Haben wir es geschafft? Ich ja. Nico? Ja. Nico, du hast es geschafft? Ja, ja, Nico, du hast es geschafft. Du bist ein Held. Ah, alles wie in alten Zeiten. Nico schafft die Mission. Ich fahre ein bisschen gegen Sachen gegen und allen geht's gut. Ist doch schön. Warum war ich denn jetzt so kacke? Ich verstehe das nicht. Machst du wieder diese... Achso, übrigens, ich bin wieder da. Hallo? Ja. Das ist Nico. Der hat gerade für euch das Rennen gewonnen, Leute. Bedankt euch mal schön bei ihm. Wieso für euch? Mehr für dich? Aber gut, okay. Naja, also auch für unsere Zuschauer, weil sonst müssen wir das Ding jetzt ja nochmal machen. Also ja, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, hast du wieder dieses prompte, wie hast du das noch genannt? Ich weiß von den Autos, dieses Lenkverhalten, was war das noch? Ich weiß auch es von kann sein, dass ich tatsächlich noch auf, das könnte es sein, ne? Dass ich noch auf, hier ist gerade Cutscene, aber ja, die labern wir jetzt mal weg, ne? Da sind wir jetzt mal asozial, egal. Dass ich diese, wie heißt das denn, auf Hardcore muss ich vielleicht wieder schalten. Ich glaube, du bist auf Hardcore. Nach der Sache mit Dayton, nee, ich glaube, ich bin nicht auf Hardcore, weil ich glaube, ich bin runtergegangen von Hardcore auf normal, weil wegen Durchdrehen im Sand irgendwann mal. Aha. Und es liegt auch an den Frames, das glaube ich schon. Also, es erschwert die Sache schon. Stimmt, hier, guck, du bist auf Dings, Tatsache. Ja, das ändere ich jetzt mal, warte mal. Keine Sorgen wegen Harry. Er hilft nur einem Freund der Familie. Privatsache. Gefährdet nicht den Einsatz. Hoffentlich hast du recht. Was ist mit Eric? Wir sind glaubt auch kein Mensch. Ein paar Siege und er ist mit den 15 so, jetzt bin ich von Sport wieder auf Hardcore gewechselt. Gucken, ob es jetzt wieder besser geht. Gut, cool. Ja, vielen Dank für die Mission, dass du das da für uns erledigt hast, Nico. Wo geht's denn jetzt hin hier? Warte mal, hier mal auf die Karte gucken. Relax, Mann, die verdienen wir. Es wird schon so ein unsichtbarer Punkt gesetzt, irgendwie so. Ja, ist in der Nähe, ist gar nicht so unsichtbar. Ups. Ja. Der Waypoint führt auch schon direkt dahin, der ist automatisch gesetzt worden. Ja, eben, das meine ich ja. Oh, wer schubst mich hier von hinten? Der Bus, ich weiß nicht. Sauerei. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch mal in der Karre, weil sonst dauert es ja ewig, wenn man die jetzt immer wechselt. Die wechselt dann ja wieder zurück. So. Ja, Nico, wer ist denn vorne jetzt gerade, ne? Wollen wir Wettrennen spielen? Jetzt hier um die Wette. Versuche hier durch fiese Tricks meinen Status zu verbessern. Achso, wollen wir uns da schon wieder rechts? Was ist denn das für eine scheiß Verkehrsführung hier? Kacknavi. Achso, nee, scheiße, müssen wir schon, weil wir da hoch müssen, oder was? Nee. Hä? Ach, wir müssen in den Tunnel rein. Achso. Ja, jetzt habe ich mich verarscht selbst. Ja, und ich bin dir auch noch hinterhergefahren. Ja, ja. Ja, Entschuldigung, das war dumm. Wobei, es war noch dümmer, mir hinterherzufahren. Also geradeaus, du musst jetzt geradeaus und dann rechts. Mhm, ich sehe es. Na komm, ey, Karre.
Ist auch, man wird so satt, ne? Jetzt habe ich kaum noch Lust, mit meinem alten Straßenflitzer zu fahren, weil ich weiß, ich habe einen viel heißeren Flitzer irgendwie. Ja, so Performance-Autos, geil. Ne? Denkt man dann so, ah, der fährt auch viel härter, schneller. Aber ich gehe mal wieder auf Motorhaube, das ist eh cooler. So, einmal rüber auf die andere Seite hier. Kantstein. Oh. Gleich mal der Wagen ausgebrochen. Krass. Opa. Da hört man deine nordische Herkunft, wenn du von Kantsteinen sprichst. Wieso? Ist doch Kantstein. Ja, heißt so, aber viele sagen dazu auch Bordstein zum Beispiel. Ja gut, okay, Bordstein sage ich auch dazu, aber Kartstein. Oh Gott. Kartstein? Kartstein, ja, auf jeden Fall. Hau mir ab. Zahnstein? Ich habe gerade hier reingecrasht, scheiße. Ich finde das so geil, wie der Sound im Tunnel sich dann so... Der Halt so schön, ne? Ja, das ist echt schön gemacht. Auch sogar hier, wenn du unter so U-Bahn-Dingern drunter durchfährst. Challenge wird mitgenommen, zack. Nein! Ich habe die Challenge abgebrochen. Echt? Ja. Ich nehme die mal mit. Ist ja eh, fahr auf der Straße und sei schnell, bla. Also das kann man ja in jede Richtung machen, von daher. Das ist ja das Schöne an dieser Challenge, dass man nicht so festgelegt ist. Na komm. Das wird mindestens Bronze. Nein, na, Kacke. Ich sah es kommen, muss ich zugeben, weil es war auch nicht zu übersehen. Da kam gerade so eine ganze Wand von Gegenverkehr. Von mir aus kannst du im Koma liegen, aber komm her. So. Wow. So, warten wir jetzt auf Mr. Biss oder starten wir die Mission? Ja, so schnell kannst du die Mission gar nicht starten, wie ich da bin. Das ist wie bei Pulp Fiction. Hast du den Film mal gesehen? Ja, natürlich. Aber okay. Welche Stelle meinst du? Die Stelle, wo... oder die Szenerie mit Bruce Willis. Wo er da sich von seiner Freundin verabschiedet, weil er noch die Uhr besorgen muss. Und sie hat voll... Von Honey Bunny? Ja, genau. Und sie hat voll Panik und so. Ne? Und dann sagt er zu ihr, ich bin schneller da, als wie du... Blaubeerpfannkuchen sagst und sieht ja ganz trocken. Ach, Blaubeerpfannkuchen. Stimmt, ja. Das ist so sehr niedlich, wenn sie das macht, finde ich. So schnell und auch wieder nicht. Ja. Aber es ist so niedlich, weil sie so Blaubeerpfannkuchen, sie hat ja so einen französischen Akzent da, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr süß, ja. Sehr, sehr, sehr niedlich. Ah. So, alles oder nichts. Gewinne das Straßenrennen. Ja, das wäre geil. Ja, ich habe gerade geguckt, erforderte Fahrzeugstufe 212. Wir sind fast bei 300, also bitte. Ja, das wird also wahrscheinlich besonders peinlich, wenn wir das jetzt machen. Sag doch sowas nicht auch noch, Nico. Das kann man uns vielleicht irgendwie noch geheim halten. Ja, wie denn? Das hat man jetzt gesehen. Deswegen. Ja, aber vielleicht haben die ja nicht drauf geachtet. Jetzt hast du nochmal drauf hingewiesen sogar. Jetzt ist die Sache... Ah. Na gut, dann müssen wir jetzt gewinnen. Das hilft ja alles dann nichts hier. Los geht's! Gewinne das Straßenrennen, alles klar. Willst du vorfahren? Nee, gewinn du mal lieber. Wenn, dann will ich ehrlich gewinnen. Mir nichts geschenkt. Okay, das respektiere ich. Ja, Müllauto, seid ihr bekloppt hier? Was? Sag mal! Was ist da denn für ein blauer, komischer Typ da? Wie fährt der denn? Da war wieder ein Kantstein. Ja. Kannstein, ja. Diese Kratzer hier im Tunnel sind krass, oder? Hier, da, wie als wenn hier so ein Alien durchgekämpft hat sich. Ah, jo. Guck mal, der hatte deinen Geländewagen da vorne. Schneller. Wow. Ja. Ui. Oh, Kurve. Ui. Kurve. Nico, was machst du denn für Sachen? Das war ja geil. Ich sah nur plötzlich so irgendwelche Reifen auf mir drauf. Hallo, du warst auf mir drauf. Na, ich war überhaupt nicht auf dir drauf, du warst auf mir drauf. Das klingt so sehr falsch gerade. Ja, Nico, bist du denn? Was fährst du denn hier zusammen? Was ist denn los? Mensch. Ist heute Montag? Was ist los hier? Ja, ist ja schrecklich. Ja, mit Gewinnen, das ist, ne? Hättest du das mal mit der Fahrzeugstufe nicht gesagt. Jetzt sitzen wir hier, ihr Trottel, und sehen... Oh, Kacke. Jetzt habe ich es total versaut. Jetzt habe ich es ganz verbockt hier. Oh je. Wie lange ist das Rennen denn? Haben wir noch eine Chance? Wir haben jetzt Checkpoint 3 von 15. Ach so, krass. Ja, dann können wir noch in aller Ruhe hier. Ja, in aller Ruhe, ist klar. Ja, aber das Spiel hat ja so eine ganz komische Mechanik, habe ich das Gefühl, dass wenn du bei diesen langen Rennen... Dass du eigentlich immer wieder ranfährst, egal wie scheiße du fährst. Jedenfalls, wenn du alleine fährst. Ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn wir zu zweit fahren und du bist schneller als ich, aber
Eigentlich kommt man immer wieder ran ans Feld, hatte ich bisher den Eindruck in einigen Rennen. Und dann entscheidet sich immer so am Ende irgendwie. Jetzt ist es, also hier ist es gerade nicht so, oh Baum. Hier ist es gerade nicht so, Baum? So der Fall. Scheiße. Wo ist denn das Feld? Ich sehe die auch gar nicht. Abkürzung. Ich sehe dich immerhin. Nee, ich sehe Nummer 4. Wo bist du denn? Ist dir eigentlich bewusst, dass du so teilweise ein bisschen Türkisch mit reinkriegst? Dieses Yalla Yalla, das ist Türkisch, weißt du? Yalla ist Arabisch, ja. Also meine ich ja. Arabisch, ja. Ja, das ist Berlin, ne? Ja, Yalla gehört irgendwie dazu, finde ich. Ich empfinde das tatsächlich gar nicht so sehr als jetzt fremdsprachlich. Genauso wie man auf Englisch sagt, irgendwie, keine Ahnung, let's go oder so. Das fühlt sich ja auch nicht an, als wenn du jetzt gerade Englisch sprichst in dem Moment, ne? Gut, das stimmt, ja. Und Yalla geht irgendwie total gut irgendwie einfach von, wie sagt man, von den Lippen sozusagen. Das kann man irgendwie so, das ist ein sehr guter Kampfschrei sozusagen. Hä, das ist die Stelle, hatten wir doch schon mal, oder nicht? Nee, das ist eine andere Stadt gewesen. Ich dachte, ich hatte gerade kurz mein Detroit-Trauma hier. Zieh, Karre! Huiuiui! Ah, ich liebe ja so diese New Yorker Häuser mit diesen Metallfeuer-Notleitern, Dingern. Diese Westside-Story-Teile. Aha, ich habe nichts davon gesehen, aber ist gut. Naja, diese typischen, kennst du doch, diese typischen New Yorker, wo dann draußen so diese Feuerleitern dran sind. Ach so, ja, doch. Weißt du? Ja, ja, Hast du gewonnen eigentlich schon? Ja. Krass. Wie hast du denn das jetzt schon wieder gemacht? Ey, ich fasse es nicht. Ich hab's nicht mehr beendet. Ey, es ist doch peinlich. Oh je. Tja, aber der ewige Zweite. Ja, aber weißt du was? Ja, ich ahne schon, ich höre es schon an deiner Stimme. Ja! So, Leute, die Folge ist noch nicht rum. Es dauert noch 20 Minuten, denke ich, in etwa. Ja, machen wir aus der 20-Minuten-Folge eine 40-Minuten-Folge, wa? Da kriegen wir hin. Wobei wir bei der Gelegenheit erwähnen können, dass wir im Prinzip heimlich die ganze Zeit noch ein Sonderevent planen. Doch, das kann man doch schon mal ankündigen, dass die Leute sich schon mal freuen können. Eines endlosen Rittes über die Staaten sozusagen, oder? Das kann man doch sagen. Ja, aber da krieg ich jetzt hier bis zu der und der Folge keine Klicks und so, weil die eben halt auf das Finale warten. Das ist ja nicht das Finale. Das meine ich ja, diese Sonderfolge. Jetzt hast du dich verquatscht. Es gibt kein Finale. Das sollte die Kultur Punkt. Ja. Scheiße, Alter. Hättest du damit jetzt nicht angefangen, hätte ich es jetzt nicht gesagt. Ja, liebe Community, jetzt habt ihr die Aufgabe, die schwere Aufgabe, Nico mit übermäßigen Klickzahlen, Kommentaren und Likes dazu zu bewegen, über dieses Finale hinaus zu machen, das nur ein Semifinale sein zu lassen. Genau, dieses Finale, was es nicht gibt, das sozusagen auch sein zu lassen. Nicht sein zu lassen, aber dann nicht als, also, jedenfalls seid nett zu ihm. Und überzeugt ihn. Jedenfalls seid nett zu ihm. Ja, naja. Ich park auch mal hier, warte mal, ich komm. Noch nicht, aber das werde ich. Sag Bescheid, wenn du was hörst. Ja, mit auf der Straße, perfekt. Ja, nee, ich park ja nur einen hier. Jetzt hab ich die Rückwärtsgang eingelegt. So. Was hast du gemacht? Ach, hier bei meinem Lenkrad ist es ja so, ich habe hier noch einen extra Schaltknüppel und den habe ich gerade zurückgemacht, obwohl das hier nicht wirklich geht. Ach so, das heißt, gerade bei einigen Spielen kannst du auch schalten manuell noch? Ja, ja, so Euro Truck Simulator zum Beispiel kannst du richtig schalten. Das war echt ganz geil. Ach, gut, okay. Ja, also. Mensch, jetzt stehen wir hier und sind so klug als wie zuvor, aber zwei Missionen weiter immerhin, was nicht so ganz schlecht ist und was wir selbstverständlich wie immer dem guten Nico the One Night Gamer zu verdanken haben. Ansonsten haben wir euch zu verdanken, dass ihr hier zugeschaut habt und bedanken uns für all diesen Dank und so weiter und so fort. Seid dabei beim nächsten Mal, wenn wieder die heißen Streifen auf den Asphalt brennen. So, tschüss. Tschüss. Boing. Alter. Boah, aus. Cut. Oh, nee, ey, hör mir auf.